Noch nie war Ernährung so kompliziert. Jeder sagt dir was anderes. Low Carb, High Carb, Keto, Paleo, Honig, Milch. Da verliert jeder irgendwann den Überblick. Es muss aber gar nicht so schwer sein. Worauf es wirklich ankommt, erkläre ich dir jetzt. Überblick der Kalorien. Ich schwör's dir, ich esse nur 5-mal am Tag Reis und Hähnchen und der Aufbau läuft von alleine. Diäten ist doch nicht schwer, du musst einfach nur ein bisschen weniger essen. Ich mache ein paar Minuten Cardio und verliere 1 Kilogramm Fett in der Woche. Ich muss keine Kalorien zählen, es geht auch so. Es muss zwar nicht immer gezählt werden, wenn es läuft, aber Fakt ist, du baust Muskeln nur im Überschuss auf und verlierst Fett auch wirklich nur dann, wenn du im Defizit bist. Wenn du mit deiner Routine einfach und ohne Probleme deine Ziele erreichst, dann ist das gut. Aber außerdem ist das auch Glück. Wenn du mit deiner Routine deine Ziele erreichen kannst, dann super. Aber du hast natürlich auch irgendwo Glück, dass du mit einfachen Adaptionen schon ins Defizit kommst oder ins Überschuss kommst, ohne überhaupt zu wissen, ob du einen davon bist. Aber nicht jeder hat so ein Glück und mit solchen Aussagen fühlen sich wirklich viele Leute sehr stark verunsichert, haben das Gefühl, dass sie irgendwas falsch machen und zweifeln komplett an ihrem ganzen Prozess. Wenn du also ein Problem hast beim Erreichen deiner Ziele, dann musst du nicht immer danach schauen, was andere machen oder was andere dir sagen, sondern du musst deinen Prozess für dich finden. Und das tust du am besten, wenn du die Kalorien im Überblick behältst. Das bedeutet also, wenn du schon lange nach deinen Zielen strebst und wirklich nicht vorankommst, dann liegt der Fehler wirklich darin, einfach nicht zu verstehen, was vielleicht falsch läuft. Und es gibt wirklich eine mega einfache Methode, um herauszufinden, wie viel Kalorien du zu dir nehmen musst. Und diese Variante erzähle ich wirklich jedem. Erstmal wählst du dir einen Kalorienrechner aus dem Internet. Und diese Werte dort sind komplett nicht individuell. Also wer dort seine genauen Werte errechnet, einfach nur Glück gehabt. Diese Werte nimmst du dann für 1 bis 2 Wochen mit in den Alltag. Meistens reicht eine Woche, aber für die Routine sind 2 Wochen vielleicht gar nicht verkehrt. Zusätzlich wäre es auch schlau, wenn man sich jeden Tag wiegen würde, einfach um zu verstehen, was mit dem Körper passiert, wenn man sich so ernährt. Und so siehst du ganz einfach nach 1 bis 2 Wochen schon, wo sich der Gewichtstrend hinbewegt. Und wenn es nicht deinem Ziel entspricht, dann machst du lediglich kleine Anpassungen in den Kalorien und machst einfach weiter. Und in wenigen Tagen oder Wochen bist du schon auf deiner Spur und weißt ganz genau, wie viel du essen musst, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Und ich schwör's euch, es ist manchmal alles nicht so kompliziert, wie es klingt. Es ist genauso einfach. Dazu braucht man kein Fitnessprogramm, der mehrere 100 € kostet. Man braucht manchmal nur ein bisschen Mut und ein bisschen Vertrauen in den Prozess, um zu verstehen, dass es wirklich nicht so schwer ist. Und nach der Frage der Kalorien kommt meistens die Frage der Makronährstoffe. Wie viel Makros brauchst du jetzt eigentlich, um deine Ernährungsziele zu erreichen? Und ich fange hier bei der Basis an, bei dem allerwichtigsten Thema, wenn es um Muskelaufbau geht, bei den Proteinen. Wenn du dich im Muskelaufbau befindest, sind 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht auf jeden Fall eine Safe Zone, um Muskulatur aufzubauen. Wenn es in die Diät geht, sind 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Protein sind hier auf jeden Fall sehr zu empfehlen, wenn du Fett verlieren willst. Und apropos Proteine, mit Code ALDIN erhältst du auf esn.com den Bestpreis, also du sparst wirklich maximal, schützt und baust Muskulatur auf, unterstützt mich, supportest mich bei diesen ganzen Videoprojekten hier, also wenn du mehr Videos willst, mich unterstützen magst, dann würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Als nächstes die Fette und auch die sind extrem wichtig für den Muskelaufbau, für die allgemeine Gesundheit, weil sie einfach für die Hormone wichtig sind, für die Gelenke, fürs Herz und dazu zählen natürlich essentielle Fettsäuren, die gesund für dich sind. Aber insgesamt 0,8 Gramm bis 1 Gramm Fett pro Kilogramm Körpergewicht als Basis und für Frauen etwas mehr, 1 bis 1,2 Gramm, einfach weil da der Fettaushalt nochmal ein bisschen anders spielt. Aber das ist so eine Empfehlung, die ich wirklich jedem aussprechen könnte. Und der Rest an Kalorien könnte ganz einfach mit Kohlenhydraten aufgefüllt werden. Und so hast du eine moderate Ernährungsform, die auf jeden Fall funktionieren kann, um deine Fitnessziele zu erreichen. Um es wirklich einfach zu halten, lasse ich dir eine ganz kleine Rechnung hier stehen. Da kannst du sie dir upscreenshotten, hast du ungefähr eine Basis, um zu wissen, wie das Ganze wirklich funktioniert und um zu sehen, wie einfach das Ganze wirklich ist. Eine gesunde Ernährung. Der schönste und definierteste Körper ist wahrscheinlich nicht der gesündeste und leistungsfähigste Körper, aber das ist ungefähr das, was sich viele Leute vorstellen. Und wenn es um das Thema Gesundheit geht, fühlt man sich fast schon wie so ein Lehrer. Man weiß ganz genau, dass die meisten da eh nicht zuhören und nicht verstehen, was das Thema Gesundheit eigentlich wirklich bedeutet. Zur aktuellen Zeit sind wir, glaube ich, auf dem Höhepunkt der maximalen Verwirrung im Internet, wenn es um das Thema gesunde Ernährung geht. Ernährungsstrukturen und Ernährungsformen wurden noch nie so stark in Frage gestellt und dennoch gibt es extrem viele Leute, die einfach ein gewisses Wissen für das richtige Wissen verkaufen, was es natürlich extrem schwer macht für denjenigen, der einfache Ziele hat, zu entscheiden, was man jetzt wirklich tun sollte. Eine gesunde Ernährung ist aber auch nicht einfach nur die Lebensmittel, die du isst. Du kannst noch so bunt und so grün essen,
essen, so ballaststoff- proteinreich wie du möchtest. Wenn du mit deiner Ernährung zum Beispiel extrem viel Fett aufbaust, dann ist das keine gesunde Ernährung. Auf dem anderen Extrem kannst du genauso gut essen und Gewicht verlieren so schnell wie möglich und es ist ebenfalls keine gesunde Ernährung. Und mich persönlich nervt dieses Thema mittlerweile auch schon. Eine gesunde Ernährung ist wirklich nicht definierbar. Es ist egal, wen du gerade triffst, er wird eine andere Meinung dazu haben, aber es gibt so ein paar Grundeckpfeiler, die dir einfach dabei helfen sollen, dich darauf zu fixieren und vielleicht einfach deinen Weg zu finden. Es ist allgemein überhaupt nicht ratsam, Ernährungsmittel oder Lebensmittel aus deiner Ernährung komplett zu eliminieren. Vor allem nicht dann, wenn es um Obst und Gemüse geht. Nachgewiesen ist nämlich, je weniger Ballaststoffe in der Ernährung, desto höher ist die Sterberate und je mehr Ballaststoffe du in deiner Ernährung hast, desto länger lebst du. Was ich damit sagen möchte, nimm nicht die Inspiration von Leuten, die einfach nur dein Muskelziel haben, was du vielleicht hast, und das Gleiche erreichen, ohne Konsequenzen im Hintergrund zu betrachten. Ich sehe die Ernährung auch so ähnlich wie das Training. Ich versuche, einen Muskel aus verschiedenen Winkeln zu treffen, also verschiedene Reize zu setzen, komplementär zu trainieren. Und genauso versuche ich auch zu essen. Ja, Monotonie hilft bei der Routine. Es hilft auf jeden Fall, immer das Gleiche zu essen, immer das Gleiche zu preppen. Aber die Gefahr läuft, dass es dir an Nährstoffen fehlt. Dementsprechend ist es sinnvoll, einfach verschiedene Variationen zu haben, aber die Basis zu behalten. Zum Beispiel, du isst gerne Reis. Super, isst jeden Tag dein Reis. Aber dann isst du mal Hähnchen, mal Eier, mal vielleicht Fisch. Je nachdem, was bei dir passt, je nachdem, was für einen Zugang zu guten Lebensmitteln du hast. Und auch die Gemüsesorten zu verändern regelmäßig, ebenfalls die Fettsorten zu verändern regelmäßig. Das ist für mich eine sinnvolle Art und Weise zu essen. Aber vieles, was da draußen ist, ist auch einfach nur Angstmache, ein Verkauf eigener Produkte, worauf man sich vielleicht auch gar nicht unbedingt einlassen sollte. Und dazu ist der allerwichtigste Punkt Kontinuität. Und ich bin wirklich ganz offen und ganz ehrlich. Ernährung ist für mich schwierig gewesen. Ich bin aufgewachsen mit keiner gesunden Ernährung. Es ist sehr viel Fett in der Balkanernährung drin. Ebenfalls habe ich viel Toast gegessen, viel Nutella gegessen, viel Würstchen gegessen. Alles, was man so als Jugendlicher bis hinein Erwachsener gegessen hat. Döner viel, alles was schnell ging und eben ja, einfach funktioniert hat. Und das Witzige, ich kann sogar kochen, also mir schmeckt mein Essen auch wirklich sehr, sehr gut, bloß ich habe einfach diese Gewohnheit, dass ich nicht gesund esse. Ich habe wirklich sehr, sehr lange gebraucht, um diese Gewohnheiten umzuwandeln und auch nach den ganzen Bodybuilding-Diäten und Ernährungen fällt es mir auch im Nachgang immer noch schwer, einer gesunden Routine zu folgen. Aber es ist okay, es ist nicht schlimm. Ich gebe mein Bestes und ich versuche wirklich so nährstoffreich und so gut zu essen, wie ich eben kann und versuche mich auch nicht zu bestrafen, wenn es mal eben nicht läuft. Deswegen ist der Tipp an der Stelle auch, es muss nicht direkt von Tag 1 perfekt laufen. Aber sich zu bemühen, es regelmäßig besser zu machen, sorgt dafür, dass es auch langfristig besser wird. Denk also dran, die Basics sind wirklich einfach und genauso einfach ist der Prozess auch theoretisch. Die Praxis ist dann die Gewohnheit, die Disziplin, auch kontinuierlich zu sein, auch mal Nein sagen zu können zu gewissen Dingen und dann wirst du langfristig auch dein Ziel erreichen. So schwer ist das nicht. Außer du öffnest gleich TikTok und schaust dir jemanden an, der dir Nahrungsmittel verkaufen möchte, die sinnvoller sind als das, was es schon gibt. Dann musst du eben wirklich Scheuklappen aufsetzen und einfach durchziehen. Wie immer freue ich mich über deinen Support, bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder, Freunde. Bis bald.